Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 11. Wie hilfst du doch dem Schwachen auf? Stehst du bei dem kraftlosen Arm? Hiob, Kapitel 26, Vers 2. Maloriel wird sicher bald aufwachen, erklang Rahels Stimme leise neben ihrem Ohr. Ich habe alles für ihn getan, was ich konnte. Jetzt muss er einfach schlafen. Keiner seiner Verletzungen ist besonders schwer, aber er muss furchtbare körperliche und seelische Qualen erlitten haben. Es wird sicher lange dauern, bis er sich davon erholt hat, und das geschieht am besten, indem er schläft. Rahel richtete sich wieder auf, und Ariel folgte ihrem Beispiel. Sie wusste nicht, wie lange sie sich neben dem schlafenden Maloriel gekauert hatten. Seit sie aus der Schlacht um Tours zurückgekehrt waren, hatte sie jedes Zeitgefühl verloren. Nachdem sie wieder im Lager angekommen waren, hatten sie beim Führungsstab der Armatura einsilbig Meldung gemacht und hatte dann vor dem Zelt gewartet, in dem Rahel den verletzten Rameliten behandelte. Als sie ihn endlich sehen durfte, war sie zu nichts weiter fähig gewesen, als regungslos an seinem Krankenlager zu knien und mit den Tränen zu kämpfen. Rahel hatte ihr eine Hand auf die Schulter gelegt und führte sie mit sanftem Druck aus dem Krankenzelt. Draußen regnete es wieder in Strömen. »Du hast übrigens auch ein paar Kratzer abgekommen, Ariel. Lass mich mal sehen, was ich für dich tun kann. Nur vorsichtshalber.« Mit diesen Worten wies Rahel auf das nächste Zelt und lächelte die Michaelitin an. Wortlos folgte Ariel ihr hinüber. Rahel hatte darauf bestanden, dass Maloriel ein Zelt für sich allein bekam, und so drängten sich die übrigen Mitglieder ihrer Schar zusammen mit 5 weiteren Engeln in einem Nachbarzelt. »Ich danke euch, besonders im Namen meines verwundeten Bruders, dass wir mit in eurem Zelt unterkommen dürfen«, wandte Rahel sich mit einer angedeuteten Verbeugung an den Michaeliten der anderen Schar. Dieser winkte nur beschwichtigend ab. »Das ist doch selbstverständlich. Wir helfen gern.« Ariel spürte, wie sich sein Blick auf sie richtete, als er fortfuhr. »Gleich findet eine große Messe zur Feier unseres Sieges statt. Wirst du uns mit dem Rest deiner Schar begleiten, Schwester?« Ohne den Blick zu heben, schüttelte Ariel nur stumm den Kopf. Sie wollte jetzt nicht feiern, und sie wollte auch nicht mit diesen anderen Michaeliten sprechen. Sie wollte nur noch allein sein. »Ariel ist auch verwundet. Ich werde mich jetzt um sie kümmern. Aber vielleicht mögen Adoniel und Daniel euch begleiten.« Die beiden Engel hatten Rahels Hinweis verstanden und traten an den Eingang des Zeltes. Der Michaelit zuckte die Achseln und nickte seiner Schar zu. Kurz darauf war Ariel mit der kleinen Raphaelitin allein. »Ich danke dir.« Rahel nickte nur und begann schweigend, sich um Ariels Verletzungen zu kümmern. Während ihre Schwarschwester die zahlreichen Kratzer und Schnitte reinigte, die die Michaelitin in den Kämpfen mit den Anhängern des Herrn der Fliegen davongetragen hatte und die größeren Wunden mit sauberen Binden versorgte, konnte Ariel erkennen, wie erschöpft Rahel war. Wie die anderen Engel war sie seit den frühen Morgenstunden auf und hatte die Strapazen der Schlacht um Tours hinter sich gebracht. Im Gegensatz zu den Mitgliedern der anderen Orden hatte jedoch für die Raphaelitin die schwerste Arbeit mit ihrer Rückkehr ins Heerlager erst begonnen. Unermüdlich hatte sie sich seit ihrer Ankunft um den bewusstlosen Maloriel gekümmert und nebenbei noch Adoniels leichtere Wunden an Waden, Rücken und Brust behandelt. Es überraschte Ariel nicht, dass Rahel ihr mit der Berührung ihrer Hände nicht mehr als ein wenig Wärme schenken konnte. Die heilende Kraft der Raphaelitin war für diesen Tag verbraucht. Trotzdem sah sie Ariel aus ihren müden Augen herausfordernd an, nachdem sie mit der Behandlung fertig war. »Es ist nicht deine Schuld«, begann sie mit fester Stimme. »Es ist wichtig, dass du das begreifst.« »Ich weiß«, antwortete Ariel flüsternd. »Wenn ich mich jetzt im Schmerz verliere, komme ich dann nie wieder raus.«
Ich denke da nicht nur an dich, Ariel. Wir alle brauchen dich jetzt. Nur du kannst uns wieder einen und nur zusammen werden wir die nächste Zeit überstehen können. Wir alle werden darunter zu leiden haben, wenn du nicht an dich glaubst und viele unschuldige Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, womöglich auch. Verblüfft starrte Ariel die kleine Raphaelitin mit dem silbergrauen Haar an. So streng hatte sie sie noch nie erlebt. Dann nickte sie und sah zu Boden. Ich danke dir für deine Worte, Rahel. Ich weiß das sehr zu schätzen. Eines noch, ehe ich dich allein lasse. Denk noch einmal über Maloriel nach. Es wäre gut, wenn du für dich selbst herausgefunden hast, was dein Problem mit ihm ist, ehe er wieder aufwacht. Ohne ein weiteres Wort drehte Rahel sich um, nahm ihren Rucksack und verließ das Zelt. Ariel sah ihr noch lange sinnend nach. Noch vor ein paar Tagen hätte sie nicht zugelassen, dass irgendjemand so zu ihr sprach. Aber jetzt fühlte sie, dass Rahel vollkommen recht hatte. Sie trat in eine Ecke des Zeltes und ließ sich in die Knie sinken, um zu meditieren. Doch es wollte ihr diesmal nicht gelingen, den Ruhepol tief in ihrem Inneren zu finden. Als Rahel durch den strömenden Regen zum Exerzierplatz des Lagers stapfte, merkte sie erst, wie zornig sie war. Hoffentlich hatte sie die Michaelitin nicht allzu sehr vor den Kopf gestoßen. Aber jemand musste Ariel schließlich endlich wachrütteln. Rahel seufzte und verlangsamte ihre Schritte. Natürlich hatte auch Maloriel sich wie ein dummer kleiner Junge benommen, aber bis er wieder bei Kräften und Sinnen war, spielte das keine Rolle. Es war schon richtig gewesen, Ariel zu sagen, was sie dachte. Eine gute Michaelitin musste mit Kritik ihrer Schar umgehen können. Und Ariel war eine sehr gute Michaelitin. Davon war Rahel überzeugt. Von der Lagermitte konnte sie die leisen Klänge der Liturgie über sich hinwegwehen hören. Offenbar hatte sie noch nicht allzu viel von der Messe verpasst. Normalerweise nahm sie die Sakramente der angelitischen Kirche sehr ernst, aber nach dem heutigen Tag hätte sie nichts dagegen gehabt, die Messe zu versäumen. Natürlich hätte sie der Zeremonie auch einfach fernbleiben können. Unmittelbar nach der Schlacht waren Raphaeliten von den meisten Verpflichtungen freigestellt. Aber da sie nicht zu Ariel ins Zelt zurück wollte und nicht wusste, wo sie sonst hätte hingehen können, schritt sie weiter durch das Lager, bis sie den großen Platz erreichte. Engel, Templer und Söldner drängten sich um den Flugturm, der kurzerhand zur Kanzel umfunktioniert und von den Monarchen mit bunten Pergamenten in den 5 Ordensfarben geschmückt war. Sie hielt kurz nach Daniel und Adoniel Ausschau, konnte sie in der Menge aber nicht entdecken und gab ihre Suche bald auf. Stattdessen lauschte sie ein wenig den lateinischen Formeln, die vom Turm herüberklangen, und genoss die relative zwanglose Atmosphäre der Versammlung. Es kam bei den Zeremonien der Kirche nicht oft vor, dass Engel und Menschen zusammen die Gemeinde bildeten. Normalerweise hatte jede Gruppe ihren festen Platz, und die Engel sahen bestenfalls ein paar Würdeträger der angelitischen Kirche aus der Nähe. Als die Messe schließlich vorüber war, geschah etwas Merkwürdiges. Die letzte Note des Abschlusschorals verklang und es trat Stille ein. Es schien, als wage für einen Moment niemand sich zu bewegen oder gar etwas zu sagen. Dann warf auf einmal einer der Söldner dem Rahel sein Barett in die Höhe und brach in lauten Jubelgeschrei aus. Und mit einem Mal kochte der ganze Platz. Überall schrien und jubelten die Söldner und Templer, schlugen donnernd auf ihre Schilde und warfen ihre Mützen und Hüte in die Luft. Wie die anderen Engel befremdete Rahel dieser Gefühlsausbruch zuerst sehr, besonders weil die Menschen um sie herum sie vollkommen zu ignorieren schienen. Dennoch konnte sie nicht anders, als sich von der überschäumenden Freude der Männer und Frauen anstecken zu lassen
und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Als dann ein junger Templer neben ihr stolperte und ihr vor die Füße fiel, streckte sie ihm die Hand entgegen und er ergriff sie nach kurzem Zögern und ließ sich von ihr aufhelfen. Wieder auf den Füßen blickte er scheu auf ihre Hand, die noch immer die seine hielt, dann sah er dankbar zu ihr hinab und rief lauthals: »Wir haben gesiegt! Wir haben gesiegt! Und die Engel sind unter uns!« Lachend sah Rahel ihm nach, als er wieder in der jubelnden Menge verschwand. Als sie später zum Zelt zurückging, musste sie immer noch lächeln. Über Nacht war ein starker, frischer Südostwind aufgekommen und hatte die Regenwolken vertrieben, sodass die Sonne durch den Hochnebel schien, als Ariel am nächsten Morgen aus dem Zelt trat. Was für eine furchtbare Nacht! Sie wusste nicht, wie lange sie vor sich hingegrübelt hatte, bevor sie in jenen trüben Dämmerzustand verfallen war, den sie nun wieder wach abzuschütteln versuchte. War das etwa Schlaf? Wenn ja, dann wünschte sie Maloriel, dass er bald wieder aufwachte. Um wieder richtig zu sich zu kommen, streckte sie sich ein paar Mal und breitete dann ihre Schwingen aus. Sie machte ein paar federnde Schritte und mit einem mächtigen Flügelschlag war sie über den Zelten in der Luft. Wegen der Enge des Zeltlagers sollten die Engel zum Starten und Landen eigentlich den Flugturm benutzen, aber zu dieser frühen Stunde waren die schlammigen Gassen zwischen den Zelten des Heerlagers noch wie ausgestorben, sodass ihr genug Platz für die ersten Flügelschläge blieb. Sobald sie in der Luft war, fühlte sie sich besser. Ein paar rasche Runden in der kühlen, feuchten Morgenluft würden ihren Kopf schon wieder klar werden lassen. Sie hatte Rahels Worte vom Vortag sehr ernst genommen und lange über sich und Maloriel nachgedacht, war aber noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Sie wusste nur, dass sie jetzt nicht anders konnte, als sich für das Schicksal des verwundeten Rameliten verantwortlich zu fühlen, und sei es, weil sie als Michaeliten eben die Verantwortung für ihre Schar hatte. Aber dennoch hatte Rahel recht. Sie durfte sich nicht einschüchtern lassen. Was geschehen war, war geschehen. Und nun musste sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Situation zu meistern. Mit kräftigen Flügelschlägen hatte sie sich in einer weiten Spirale über dem Heerlager in die Höhe geschraubt. Leider hatte die Sonne es noch nicht geschafft, den Nebel zu vertreiben. Deshalb konnte sie unter sich nicht viel mehr als einige Zeltdächer erkennen. Auch das Dorf Chinon war in den grauen Schleiern verborgen. Nur das Geschrei eines Hahns, der den Morgen begrüßte, verriet ihr seine Lage. Sie breitete die Flügel weit aus und ließ sich langsam in Richtung des Flugturms tragen. Nach einer letzten kurzen Runde um die Spitze des Fahnenmastes landete sie leichtfüßig auf der großen Plattform. Der Aussichtsposten, der hier oben stationiert war, sah sie überrascht an, antwortete auf ihren Gruß aber nur mit einem angedeuteten Kopfnicken. Sie beachtete ihn nicht weiter und blieb noch einen Moment an der Kante der Plattform stehen, ehe sie sich mit ausgebreiteten Flügeln auf den Exerzierplatz hinuntergleiten ließ. Zuerst würde sie dafür sorgen, dass Maloriel so schnell wie möglich wieder gesund wurde. Rahel hatte gesagt, er brauche in erster Linie Zeit und Ruhe. Dieses Heerlager war jedoch kein sicherer Ort der Ruhe. Auch wenn er ihr Zelt für sich allein hatte, dem Alltagslärm von mehreren tausend Templern, Söldnern und Engeln, war er dennoch ausgesetzt. Am vernünftigsten war es sicher, wenn sie ihn von hier wegschaffen würden, am besten in das nächste Raphaelitenkloster. Entschlossen ging Ariel zum Stabszelt der Armatura hinüber, das genau im Zentrum des Lagers lag und durch seine besondere Größe auffiel. Sie würde ihnen erklären, dass ihre Schar ohne ihren Rameliten nicht einsatzbereit war und darauf drängen, an einen Ort versetzt zu werden, an dem Maloriel bessere Genesungschancen hatte. Maloriels Zustand hatte sich seit dem Vortag nicht verändert. Aber Rahel hatte auch nichts anderes erwartet. Auch wenn keine seiner Verletzungen wirklich schwer war, hatte der Ramelit sehr viel Blut verloren und es würde einfach seine Zeit dauern, bis er wieder zu Kräften kam. Der Gedanke,
tagelang untätig abwarten zu müssen, gefiel ihr zwar gar nicht, aber ihr blieb ja nichts anderes über. Als sie wieder aus dem Zelt trat, wartete Ariel draußen schon auf sie. »Wir werden verlegt«, platzte die Michaelitin heraus. »In Châtelleron hat dein Orden ein Feldlazarett eingerichtet und wir werden mit einigen anderen Scharen, die ebenfalls schwer Verwundete haben, dorthin verlegt.« »Woher weißt du?« fragte Rahel überrascht. »Ich habe mit dem Adjutanten des ersten Amatura gesprochen. Der Befehl wird heute nach der Verlustmeldung offiziell bekannt gegeben. Und schon morgen früh soll sein Wagenzug die Verletzten nach Châtelleron abtransportieren.« Nun bediente sich auch Rahel der Seele der Schar, wie man die Form der telepathischen Kommunikation, die den Michaeliten gegeben war, gemeinhin nannte. Ariel verständigte sich fast ausschließlich auf diese Weise, und da dies Rahel die Möglichkeit gab, ebenso zu antworten, tat sie es aus Höflichkeit gegenüber ihrer Scharschwester. »Gibt es in Châtelleron auch ein Kloster?« »Nein, leider nicht«, sendete Ariel. »Viele Klöster und Hospize in der näheren Umgebung wurden von Ketzern zerstört. Die übrigen wurden vorsorglich geräumt, die meisten Monarchen und Beginen sind jetzt hier. Ein Teil von ihnen wird uns aber morgen nach Châtelleron begleiten.« Rahel nickte. Die Fahrt ins Feldlazarett würde sehr anstrengend werden, aber die Ruhe würde dort Maloriel sicher gut tun. »Was geschieht mit dem Heerlager hier? Wird es abgebrochen?« »Nein.« Ariel schüttelte den Kopf. »Soviel ich weiß, wollen sie von hier aus den Feldzug weiterführen. Tours war zwar die letzte Hochburg der Ketzer, aber viele kleine Städte und Dörfer an der Küste und an den Ufern der Loire sind noch in der Hand der Feinde. Sie rechnen damit, dass es noch lange dauern wird, bis die Ketzerbewegung in dieser Region endgültig ausgemerzt ist. Wenn das überhaupt je gelingen wird«, wandte Rahel ein. Ariel zuckte die Achseln. »Der Herr der Fliegen ist eben auch nicht untätig.« »Stimmt«, seufzte Rahel. »Dieser Krieg tobte schon, als ich meine Weihe empfing. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals ein Ende hat.« Doch Ariels Stimme in ihrem Geist klang erfüllt von Zuversicht. »Alle hier kämpfen dafür und wir werden es schaffen.« Der Befehl zur Verlegung kam erst am Abend und so dauerte es auch bis tief in die Nacht hinein, den Wagenzug für den Transport der Verwundeten zusammenzustellen. Ariels Schar hatte man die schwierige Aufgabe übertragen, die Verlegung nach Châtelleron zu organisieren, und so hatte Rahel neben der Verantwortung für ihren Patienten jetzt auch noch die Ausstattung der Wagen und für die Einteilung der raphaelitischen Beginen und Monarchen zu sorgen. Das größte Problem dabei war, dass Engel es nicht gewohnt waren, zu liegen. Es war sehr schwierig, für Verletzte auf dem engen Wagen einigermaßen angenehme Lager einzurichten. Die Bewusstlosen, wie Maloriel, bereiteten hierbei die geringsten Probleme. Einer der Verwundeten jedoch hatte zwei gebrochene Flügel, und jede Bewegung verursachte ihm unglaubliche Schmerzen. Also ließ Rahel auf einem Wagen ein ausladendes Holzgerüst bauen, das anschließend gut mit Stroh und Decken abgepolstert wurde. Als sie schließlich alle Vorbereitungen abgeschlossen hatten und noch ein letztes Mal nach Maloriel sehen wollte, traf sie von seinem Krankenzelt die übrigen drei Mitglieder ihrer Schar. Alle sahen erschöpft aus. »Alles bereit?«, fragte Ariel. Rahel merkte deutlich, dass es ihr trotz der Mühen gut tat, wieder eine konkrete Aufgabe zu haben. »Ich habe unsere Route geplant und einen Wagen mit Proviant und Wasser beladen lassen«, meldete Daniel. »Wenn alles gut geht, sollten wir in Châtelleron in 2 bis 3 Tagen erreichen.« Ariel nickte zufrieden und wandte ihren Blick an Daniel zu. »Wir haben insgesamt 12 einsatzbereite Engel, 3 davon Gabrieliten, mich selbst eingerechnet.
Dazu kommen noch 10 berittene Templer und 20 Söldner zu Fuß. Ich rechne aber nicht mit einem Angriff, da wir uns direkt von der Frontlinie weg und durch bereits lange gesichertes Terrain bewegen. Sehr gut, Adoniel. Wie sieht es bei dir aus, Rahel? Alle Wagen sind vorbereitet und jeder weiß, was er zu tun hat. Ariel ließ ihren Blick zufrieden über die kleine Runde schweifen. Gut, dann sollten wir diese Sache ja bald erfolgreich hinter uns haben. Seht zu, dass ihr über Nacht wieder einigermaßen zu Kräften kommt. Wir haben morgen eine anstrengende Reise vor uns. Als sie früh am nächsten Morgen die Verwundeten auf die Wagen luden, trieb der Wind den Regen in dichten Vorhängen vor sich her. Dennoch war die Stimmung gut und alle arbeiteten fieberhaft, ohne sich von den drohenden Unwetter einschüchtern zu lassen. Schon nach 2 Stunden befand sich der Wagenzug auf dem Weg nach Süden. Die Straße verlief einigermaßen geschützt im Tal der Vien und war gut befestigt, so dass sie trotz des schlechten Wetters recht zügig vorankam. Insgesamt waren sie mit 15 Wagen unterwegs. Neben den Verwundeten und ihrem Reiseproviant führten sie auch noch 2 Wagenladungen mit Ausrüstung für das Feldlazarett mit. Bis auf einen Radbruch bei einem der Wagen, der 2 verwundete Engel transportierte, verlief die Reise ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nachdem ihre Reisevorräte auf die anderen Wagen verteilt worden war, konnten die beiden Verwundeten die Fahrt auf dem Proviantwagen fortsetzen und so erreichten sie Chantelleran am späten Nachmittag des 3. Tages. Von einem Feldlazarett jedoch war weit und breit nichts zu sehen.